22 Browser Beeper. And now in Season 3. Presented by VAS AG. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 22 Börse People und diese neue Season 3 der Werdegang und Personelle, die folgen, ist presented by VAS AG. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein erster Gast in Season 3 ist Friedrich Wachernick, ein Kärntner, bei dem ich glaubte, dass er Deutscher ist und der die österreichische Immobilienbranche mit den Stationen Strabag, Bohr und zuletzt S-Immo maßgeblich mitgestaltet hat. Lieber Friedrich, ich freue mich sehr, herzlich willkommen bei mir im Studio. Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich ebenfalls. Wir haben einen wunderbaren Saisonauftakt mit dir. Ein Werdegang, ein Karriereplausch, wie man es jetzt schon kennt. Ja, beginnen wir. Wie bist du als Jung? Ich beginne mit meiner Einleitung, machen wir mal so. Ein Kärntner, bei dem ich glaubte, dass ich Deutscher bin. Kannst du mir da ein bisschen helfen, warum ich geglaubt habe, dass du Deutscher bist? Sehr viele glauben, dass ich ein Deutscher bin. Das liegt wahrscheinlich an meiner doch sehr deutschen Aussprache. Ich bin aber gebürtiger Klagenfurter und bin dann mit 8 Jahren nach Hamburg gekommen, wo ich dann aufgewachsen bin, zur Schule gegangen bin. Okay. Und dort habe ich dann das schöne Sprechen gelernt, das ich nach wie vor sozusagen beibehalten habe und jetzt nicht mehr ganz so deutsch, sondern schon ein bisschen mehr assimiliert. Aber klar, in Österreich werde ich immer als Deutscher gehalten und in Kärnten, glaube ich, vom Kärntnerischen ist nicht mehr allzu viel übrig. Nein, vom Kärntnerischen der Name. Genau. Also der Name ist ja schon ein Link hin. Also ich habe im Vorgespräch wirklich schmunzeln müssen, ja, weil die ganzen Stationen, die wir jetzt dann durchgehen werden, deine Karriere, sind ja österreichische Stationen auch. Gut, du warst in Deutschland, bist dort zur Schule gegangen und du bist dann in den 90er Jahren ins Baugeschäft in Österreich. Das sind die Spuren, die du selbst auf LinkedIn eingegeben hast, dieses Losgegangen bei der Ära Bau. Erzähl mal bitte, was war für dich als junger Mensch der Beweggrund, in die Baubranche zu gehen? Ja, das war insofern spannend, weil ich auf der Wirtschaftsuniversität studiert habe, nachdem ich in Kärnten Bundesheer gemacht habe und dann nach Wien gegangen bin, endlich wieder in eine große Stadt, nach Hamburg. Hamburg war natürlich eine geniale Stadt und dann zurück in Kärnten war es jetzt weniger spannend. Auch Klagenfurt, so schöne Stadt, auch im Sommer ist, aber dann doch sehr, sehr klein im Vergleich zu Hamburg. Daher war die Wahl, nicht nach Graz studieren zu gehen, sondern nach Wien. Und die Wahl fiel auf Wirtschaft, Wirtschaftsuniversität Wien. Und während meines gesamten Studiums habe ich eigentlich nie irgendwas mit Bau zu tun gehabt. Und das war dann tatsächlich ein Sprung ins kalte Wasser, als mich damals der damalige Geschäftsführer Günter Bucher gefragt hat, ob ich denn nicht zu Ära-Projekt in die Ära-Bau kommen wollen würde. Die Ära-Bau war damals ein Unternehmen, das der Julius Eberhard verkauft hat an die Raiffeisen. Und ja, die wollten sowas Ähnliches aufbauen wie die Ilbau damals unter Hans-Peter Haselsteiner. Und ich habe ihm das auch gesagt, habe ich gesagt, ich habe keine Ahnung vom Bau. Ja. Sagt er, nein, das ist wurscht, das lernen uns alles, aber ich brauche einen Kaufmann, der mich begleitet. Und er war sehr empathisch und hat gesagt, machen Sie jeden Kurs, den Sie haben, den Sie machen möchten. Sie werden sehen, Sie werden es lernen. Ich brauche jemanden, der ein bisschen anders denkt und nicht nur von der Baubranche kommt. Und das war dann auch der Grund, der mich überzeugt hat, in die Baubranche zu gehen. Interessanterweise, vielleicht, wenn ich das noch einfügen darf, ich hatte schon ein Jobangebot zugesagt beim Essel, beim Baumax. Und jetzt war ich natürlich in der Bredouille, dort abzusagen, ein richtig klassisches Trainee-Programm beim Baumax, Karl-Heinz Essel, oder in eine neue Branche zu gehen, von der ich eigentlich keine Ahnung hatte. Und letzten Endes habe ich mich dann tatsächlich getraut, in das kalte Wasser zu springen und habe dem Karl-Heinz Essel leider absagen müssen und bin zum Günter Bucher in die Baubranche gegangen. Viele Jahre später ist mir dann der Karl-Heinz Essel erst recht wieder über den Weg gelaufen, nämlich als einer unserer potenziellen Mieter. Also insofern, man sieht sich im Leben immer mindestens zweimal. Und Karl-Heinz Essel ist ja damals mit der Baumax auch an die Wiener Börse gegangen. Also es war durchaus eine stark expandierende Kette damals und Essel natürlich einer der umtriebigsten im positiven Sinne Manager. Ja. Absolut, und auch von der Person Karl-Heinz Essel natürlich auch ein sehr angenehmer Mensch, auch sehr sozial, auch sehr christlich. Insofern war es dann spannend, dass wir dann gerade auch in Osteuropa, ich war ja auch viel für Osteuropa tätig, ihn versucht haben zu überzeugen, nach Osteuropa zu kommen. Er hat sich lange Zeit
gewehrt, nicht wirklich getraut und letzten Endes dann doch auch den Schritt gemacht. Und wie gesagt, viele Jahre später war er dann einer unserer Mieter. Insofern haben sich dann unsere Wege auch wieder gekreuzt. Du hast dann auch eingegeben, dass vor allem Budapest ein Ort war, an dem du beruflich da tätig warst für die Ära. Was waren da die Aufgabengebiete? Was waren deine Skills, die du in Budapest umgesetzt hast? Also Budapest war insofern spannend, als wir dort relativ bald für mich, das war 93, nach der Wende, sind wir nach Budapest gefahren, weil die Erabau dort eine Niederlassung hatte. Und eines der riesengroßen Projekte damals war das Shopping Center Budapest in Török Balint. Das waren reine Grundstücksflächen, die damals gekauft worden sind von der Erabau, gemeinsam mit anderen Investoren. Und Shopping Center Budapest in the outskirts of Budapest, wo auch gerade die M0 gebaut wurde mit Autobahnabfahrten. Und das war ein unglaublich spannendes Projekt, wo ich dann praktisch auch als Assistent des Vorstandes dann praktisch schon sehr nah an den Entscheidungskompetenzen dran war. Und ich hatte bei der Erabau einen wunderbaren Mentor, der mich wirklich an die Kandare genommen hat und mir sehr viel dieser technischen Dinge gelehrt hat. Und das war, glaube ich, ein ganz wesentlicher Schlüssel, dass der Kali Wallner mir sehr, sehr viel beigebracht hat. Einerseits im Technischen, er war ein Baumeister, und andererseits aber auch im Menschlichen. Und da habe ich sehr, sehr viel mitgenommen für meinen weiteren Weg und für meine weitere Karriere. Und in Budapest haben wir die ersten, eben nicht nur das Shopping Center Budapest entwickelt, gebaut, verkauft, sondern auch die ersten Bürohäuser, die ersten modernen Bürohäuser in Budapest. Und auch das war sehr spannend mit unserer lokalen Niederlassung der Erabau in Budapest. Und du bist ja dann später doch sehr wohl bei der Ilbau, bei der Strabag gelandet. Das war dann Ende der 90er Jahre. Wie ist dieser Wechsel da rückblickend für dich gelaufen? Ja, das war insofern gar nicht so ein Wechsel, sondern es ging auch damals schon, gab es M&A-Aktivitäten. Das heißt, die erste Phase war, dass die Erabau selbst damals noch Hoffmann Makulan übernommen hat, als die in Konkurs geschlittert sind. Da ist dann die Konstruktiva zum Beispiel zu uns dazugekommen. Da waren wir die Übernehmer und wir haben sozusagen die Konstruktive und die neue Reformbau integriert und internalisiert. Und einige Zeit später kam dann die Ilbau, die dann die Erabau übernommen hat. Also insofern waren wir zwar fast immer am selben Standort, nur die Visitenkarten haben sich gewechselt. Die Regionen und Länder sind fast eigentlich immer gleich geblieben. Deswegen liebe ich auch diese Podcast-Episoden so, weil ich da so viel mitnehmen kann, auch an Wirtschaftsgeschichte natürlich. In dieser Zeit bei der Ilbau, Strabag und diese Geschichte, die du gerade erzählt hast, ist 9/11 gefallen. Das war eine riesige Geschichte natürlich für die gesamte Welt. Wir waren alle geschockt. Hast du da eine Erinnerung, eine spezielle an diesen 9/11 2001? Absolut. Ich glaube, jeder von uns weiß heute noch, wo er war oder wo sie war an diesem doch sehr denkwürdigen Datum. Ich war damals schon für die, ich glaube, das war schon die Strabag damals, in Rumänien aktiv. Wir haben dort ein großes Projekt in Ploiești gebaut, ein Bürohausprojekt für eine amerikanische Firma. Und genächtigt haben wir damals im Marriott. Das war auch ein Teil von der Strabag, den aber eine andere Direktion praktisch entwickelt hat. Ein altes rumänisches Hotel aus der Ceausescu-Ära, das dann sozusagen so renoviert wurde, dass es auch tatsächlich funktioniert. Unglaublich riesiger Empfangshalle und ein ganz ausladendes Gebäude, das dann die Strabag mit einem lokalen Partner dann auch eröffnet hat. Wunderschön. Und wir sind dort tatsächlich in diesem Hotel gewesen, wo wir auch unser Büro hatten und sahen dann tatsächlich diese Einschläge in den Türmen. Und wir waren natürlich vollkommen geschockt, weil wir irgendwo auch gedacht haben, was heißt das jetzt? Kommen wir hier noch raus? Kommen wir noch weg? Wird jetzt alles gestoppt? Und wir sind also wirklich fassungslos unten alle gesessen und gestanden und haben überlegt, was heißt das jetzt? Ja, bricht jetzt die ganze Welt zusammen? Was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für die Versicherungen? Bricht alles zusammen? Es war ein Riesenschock. Es war ein Riesenschock. Und Bukarest, du bist ja doch weg von zu Hause, genau. Von der Familie, ist natürlich auch ein anderer Gedanke, der mitschwingt natürlich vielleicht noch viel stärker als der Job. Ne? Damals war es ja noch nicht so, wie soll ich sagen, einfach hin und her zu fahren oder zu fliegen. Das war ja doch noch in den 90er Jahren schwieriger.
Ja, und man war weg von zu Hause und war total spooky. Ja, das kann ich mir vorstellen. Die Nullerjahre, du bist dann bis 2003 ist dann eingegeben bei der Strabag. Ich zitiere wieder LinkedIn und dann geht es weiter mit Raiffeisen Evolution. Ist das wieder so eine ähnliche Geschichte? Genau. Ich habe keine Ahnung gehabt, aber okay. Damals war es so, dass dann die Strabag ja auch über mehrere Zukäufe und Akquisitionen immer größer geworden ist und sie sich dann einen neuen Standort eben auf der Platte dann gebaut haben. Wir sind damals noch in der Modecenterstraße gesessen und hätten dann auch auf die Platte siedeln sollen. Die Strabag hat aber dann entschieden, die Projektentwicklung auszugliedern. Also ich war in dem Bereich immer in der Projektentwicklung tätig, nachdem die Ära-Brau oder Ära-Projekt übernommen worden ist. Und damals in der Direktion 90 hat es damals noch geheißen. Und ja, die Strabag hat dann entschieden, nein, sie wollen kein Projektentwicklungsgeschäft mehr in dem klassischen Sinn machen und haben das dann ausgelagert in die Raiffeisen Evolution und da war auch die Unica und die Raiffeisen beteiligt. Und insofern sind wir dann ausgelagert worden, waren hier in der Mutgasse, gar nicht weit weg von hier. Und dort war ich dann 2 Jahre. Also bis auf Terry Pascal eh ähnlich wie das Syndikat eigentlich aus heutiger Sicht, noch wenn man sagen kann. Aber dann kommt ein Wechsel. Genau. Der, glaube ich, aus dem Umfeld rauskommt, nämlich zur POA. Ja. Ja. Du warst dann bei der POA 2005 bis 2007 und POA Solutions, vielleicht auch da. Auch hier wiederum eine durchaus spannende Geschichte. Die POA hat damals offenbar jemanden gesucht, der das, was ich für die Strabag gemacht habe, nämlich in Osteuropa die Projektentwicklung aufzubauen, das auch bei der POA zu machen. Und der damalige Vorstand war der Martin Huber. Der Martin Huber hat mich damals mehr oder weniger dann über den Headhunter auch genommen und gesagt, jawohl, wir wollen dich haben, dass du zu uns kommst und dass du für uns in Osteuropa auch diese Entwicklungsaktivitäten machst und aufbaust. Und wie ich dann mich dazu entschlossen habe, tatsächlich von der Raiffeisen Evolution wegzugehen und zur POA zu gehen, war dann der Martin Huber weg, weil er ist dann ÖBB-Generaldirektor gewesen. Das heißt, der Vorstand, der für Projektentwicklung zuständig war dann plötzlich weg und damit war es halt in der POA auch wieder eher ähnlich, eine sehr baulastige Projektentwicklung und die Projektentwicklung war jetzt nicht sonderlich eigenständig. Das war eigentlich meine Hoffnung, dass mit Martin Huber jemand im Vorstand ist, der das Thema Projektentwicklung ganz ernst nimmt und auf eine sehr starke Karte damit setzt. Und du warst ja zuständig bei Raiffeisen Evolution, wenn ich noch zurückgehe, sind da Märkte wie Russland, Ukraine, Weißrussland, die baltischen Staaten und so. Wie schwierig war das damals schon? Ich meine, heute wissen wir, dass es big Troubles gibt. Wie schwierig war das damals schon, diese unterschiedlichen Gemüter und letztendlich auch, nehme ich an, Weltbildeinstellungen im Bau zu vereinen oder auch Land für Land zu betrachten? Also heute sind wir alle froh drüber, dass wir dort nicht tätig waren. Ich glaube, wir kommen dann auch bei der ESIMA noch dazu. Damals war es halt natürlich der große Zug der Lemminge in diesen Osten und zu schauen, dass man dort diese wirklich auch Zukunftsmärkte bearbeitet. Und als ich bei der Raiffeisen Evolution eben für diese Märkte zuständig war, es waren eben auch so ganz exotische Märkte wie Weißrussland, Minsk oder St. Petersburg, Moskau und auch die baltischen Staaten haben zwar dazugehört, aber die baltischen Staaten selbst waren als Markt sehr, sehr klein und sehr wenig investorentauglich. Wir waren ja auch dazu angehalten, immer investorentaugliche Immobilien zu entwickeln, ja, weil wir eben keine Bestandhalter waren, so wie die ESIMO, sondern einfach wirklich gedreht haben oder drehen mussten. Daher waren die baltischen Staaten eigentlich zwar von der Baufirma teilweise abgedeckt, aber was die Projektentwicklung anbelangt, eher nicht. Ganz ehrlich, muss man ganz ehrlich sagen, weil einfach die Investorentauglichkeit nicht vorhanden war. Spannend waren aber tatsächlich Minsk und St. Petersburg und auch Moskau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das, was die Strabag in den Jahren zuvor dort als Projektentwicklung gemacht hat, das war eine Akquise, wo einfach viel Geld rausgeflossen ist, aber nie wirklich etwas passiert ist. Ja, also es sind keine wirklich konkreten, seriösen Projekte zustande gekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Minsk zugesperrt, ich habe auch St. Petersburg zugesperrt und ein komplett neues Team in Moskau aufgebaut. Also das war schon wesentlich, wo wir gesehen haben, die vielen Kosten, die dort angefallen sind für die reine Projektentwicklung, es kam nichts raus, da musste etwas anders gemacht werden. Und ich glaube, soweit ich weiß, ist die Kollegin oder ist das Team, das ich damals eingestellt habe in Moskau,
die waren noch lange, lange Jahre für die Raiffeisen Evolution tätig. Also ich denke, auch da hatte ich ein ganz gutes Händchen mit den Kolleginnen und Kollegen. Na super, ja, also man muss das mit dem Wort Lemming, da möchte ich noch drauf kommen. Das war ja auch Druck der Investoren. Wir waren im Jahrhundertboom der Wiener Börse und die Investoren wollten diese Osteuropa-Story um jeden Preis. Und es war damals sicherlich mutig, auch Contrarian zu sein und das eine oder andere mal zuzusperren, wenn man als Manager glaubt, der Peak ist bereits vorüber. Gut, 2007. Der große Wechsel zu deinem Arbeitgeber, wo du jetzt 15 Jahre warst. Und 2007 war ja auch das Jahr, wo die gewisse Strabag dann an die Börse gegangen ist. Du bist aber nicht zur Strabag gegangen, sondern zur S-IMO und hast dort 2007 begonnen. Und ich möchte diese Zeitreise, die jetzt 15 Jahre gedauert hat, ein bisschen in den Aktienkurs einmal splitten. Ich glaube, circa 10 Euro, wie du gekommen bist. Dann kam ein Jahr später Lehman. Das wird dann meine nächste Frage sein. Zurück auf 2, dann rauf auf 27. Und auch jetzt mit dem Angebot hält die Aktie natürlich in der aktuellen Krise gut. Aber wie war der Wechsel zu S-IMO und wie ist der brutale Hit dann ein Jahr später durch Lehman in der Wahrnehmung in Erinnerung geblieben? Eine unglaublich spannende Zeit damals, weil natürlich enormer Aufbruch war. Eine Kapitalerhöhung jagte die andere, gerade bei unseren Wettbewerbern, CA IMO, IMO Finanz und die damals noch Sparkassen Immobilien AG, so hat sie damals geheißen, noch mit dem Sparkassen S, kann ich mich gut erinnern, die hat ein bisschen, wie soll ich sagen, vorsichtiger agiert, zurückhaltender agiert, aber ist natürlich auch in diesem Fahrwasser als kleinstes Unternehmen damals sehr, sehr erfolgreich gewesen und hatte mehrere Kapitalerhöhungen zwar gefahren und es war eine große Kapitalerhöhung, ist noch bevorgestanden und man hat genau dafür einen Immobilienexperten gesucht. Ist dann auf mich gekommen und es war durchaus spannend, dann tatsächlich in den Investmentmarkt zu wechseln, nämlich die Seiten zu wechseln. Einerseits von der Baubranche hin auf die Investorenseite. Entschuldigung, da muss ich kurz unterbrechen, weil das ist schon ein Sprung. Du warst Top-Management, Bau bei den größten Unternehmen in Österreich, aber nicht im Kapitalmarkt tätig, eigentlich bis 2007, oder? Korrekt, korrekt. Genau. Und dann doch in den Vorstand. Und dann direkt in den Vorstand, genau. Das war natürlich große Schuhe, aber mit dem Kollegen Ernst Wetowski, der ja der absolute Kapitalmarktprofi ja schon war, viele Jahre vorher, auch Mitbegründer der damaligen Sparkassen Immobilien AG. Es gab ja die erste Immobilienanlagen AG und die erste Immobilien AG und die Sparkassen Immobilienanlagen AG, die dann gemerged wurden in die Sparkassen Immobilien AG. Also das war der absolute Vollprofi. Damals war noch Holger Schmidtmeier für den Kapitalmarkt extern zuständig und ich war eben als Dritter für die Immobilien und für die operative Seite zuständig. Also noch Deutsche und dann der Deutsche, genau. Deutsche, genau. Und insofern hat sich das ganz gut ergänzt. Ja. Spannend wurde es aber dann, als der Holger Schmidtmeier ausgeschieden ist und ich dann tatsächlich auch selbst den Kapitalmarkt dann insofern betreuen durfte, als wir die gesamten englischsprachigen Roadshows, Investorenkonferenzen, Präsentationen, Kongresse, Vorträge, die habe dann ich gemacht. Ernst Wedowski hat das deutschsprachige, die deutschsprachigen Länder bereist und die S-IMO vorgestellt und ich den gesamten englischsprachigen Bereich. Und das hat mega viel Spaß gemacht, weil wir eben auch danach, nach der Finanzkrise, zu der wir sicher noch kommen, enorm erfolgreich waren. Und es hat natürlich viel Spaß gemacht, Jahr für Jahr den Investoren unsere Kursentwicklung zu zeigen, unsere Erfolge zu zeigen, unsere NAV-Entwicklung zu zeigen, also die Dividendenzahlungen, die dann gekommen sind. Also da waren wir, glaube ich, mit dem Andreas Feuerstein gemeinsam enorm erfolgreich und es hat enorm viel Spaß gemacht. Ja, Feuerstein, auch eine Legende. Absolut. Investor Relations Mann und der Ernst, da muss ich auch noch eine Erinnerung bringen, weil du gesagt hast, Legende sowieso. Der Börsegang der Vorgängergesellschaften, da ist IMO Sparkassen Immobilien oder irgendwas, war am Tag des brutalen Crashs im Jahr 1987. Genau. Das war genau der Tag vom 87er Crash und insofern ist der Ernst, der wird es mir verzeihen, das Wort ein harter Hund worden irgendwie. Und wir sind jetzt 2008 Lehman. Ja, was hat das gehittet für euch? Ich bin ja geholt worden, um mit mir Immobilienprojekte zu entwickeln und anzukaufen, sodass wir auf mittelfristig 4 Milliarden an Immobilienvolumen aufbauen wollten, auch über Kapitalerhöhung. Aber natürlich musste man auch die Immobilien dafür kaufen und wenn es keine zum Kaufen gegeben hat, musste man sie entwickeln. Dafür war ich dann zuständig und wir haben zumindest einen Teil davon, es waren in der ersten Phase über 500 Millionen an Immobilienprojekten, die wir dann mitten in die Finanzkrise hinein
tatsächlich auch begonnen haben zu bauen, zu entwickeln, zu fertigzustellen, zu vermieten, zu eröffnen. Das war das größte Einkaufszentrum von Rumänien in San Plaza zum Beispiel. Das war das größte Einkaufszentrum von Bulgarien, das Serdica Center. Beide wurden Anfang 2010 erfolgreich eröffnet. Also es war enorm schwierig. Natürlich von den 4 Milliarden mussten wir vollkommen zurücktreten, weil die Kapitalerhöhungen haben nicht mehr funktioniert aufgrund von Lehman. Es wurde komplett die Strategie neu ausgerichtet. Natürlich haben wir jetzt, wie soll ich sagen, auch entsprechende Abwertungen zu verkraften gehabt. Aber wir haben keine der Immobilien notleidend verkaufen müssen, sondern wir haben mit Eigenkapital, Gott sei Dank, alle unsere Immobilienprojekte durchgezogen, eröffnet und letzten Endes auch Gott sei Dank sehr erfolgreich eröffnet. Und auch der Aktienkurs sehr erfolgreich. Ich habe mir das Jahrzehnt der 10er-Jahre wie alle anderen Jahrzehnte auch angeschaut und ihr wart da hinter einer Do & Co. gemeinsam mit der CA Immo auf dem Treppchen der besten österreichischen Aktien im ATX Prime. Also Respekt dafür. Das war auch eine starke Deutschland-Story, glaube ich, oder? Die S-Immo damals gefahren hat. Die Deutschland-Story war ja auch am Beginn eine, wo alle den Kopf geschüttelt haben. Haben gesagt, um Gottes Willen, warum geht die S-Immo nach Berlin? Ja, das wie viel Friedrich Wachernig ist in der Deutschland-Story rückwirkend drinnen gesteckt, glaubst du? Nicht ganz so viel, ja, okay. Weil das war tatsächlich vor meiner Zeit. Das hat 2006 angefangen, wo dann der Weg nach Deutschland gegangen ist. Die Akquisitionen haben dann bis 2008, 2009 tatsächlich gedauert, wo wir Immobilien gekauft haben. Und ich war natürlich für Osteuropa zuständig. Deutschland war eher das Thema vom Ernst. Aber später dann, gerade die Grundstücksakquisitionen im Speckgürtel von Berlin seit einigen Jahren, da war schon auch ich mit dabei, weil die Projektentwicklung natürlich mein Hauptthema war, auch in der S-Immo AG. Aber ich kann mich noch gut erinnern, der Aufsichtsrat hat sehr, sehr kritisch über die Investments in Deutschland nachgedacht und letzten Endes, glaube ich, war es aber eine sehr große Erfolgsstory, ich auch so, ja. Weil die Immobilien, die eben 2006, 2007 und 2008 gekauft worden sind, waren ungefähr, nur um eine Größenordnung zu geben, so zwischen 600 und 800 Euro pro Quadratmeter Haus, ja, also nie und nimmer eine, dass man das jemals herstellen könnte zu dem Preis, weil einfach niemand an Berlin und Deutschland geglaubt hat. Wir haben uns fokussiert auf Berlin. Ich glaube, das ist auch wesentlich zu sagen. Und wir haben mit dem Robert Neumüller einen exzellenten Kollegen in Berlin gehabt, der von als Österreicher, der das in Berlin betreut hat, diese ganzen Akquisitionen. Und später dann 2016 haben wir dann auch tatsächlich einen Teil davon, nämlich 1500 Wohneinheiten, materialisiert und wieder verkauft. Ja. Im Nachhinein gesehen hätten wir es nicht tun sollen, ja, weil wir haben es damals um circa zwischen 2,2 und 2,5, 2200 und 2500 Euro pro Quadratmeter verkauft. Also eine sehr interessante Spanne, wenn man weiß, dass man es zwischen 600 und 800 gekauft hat, Mieteinnahmen generiert hat. Und dann verkauft hat. Mittlerweile hätte man es natürlich noch viel mehr verkaufen können, aber auch das war ein Zeichen, ein klares Zeichen auch an den Kapitalmarkt. Wir materialisieren Gewinne und reinvestieren die auch wieder und wir haben diese Bewertungsgewinne nicht nur am Buch, sondern wir zeigen unseren Aktionären auch, dass wir Gewinne realisieren können. Ich finde das auch total wichtig. Ich habe das auch immer wieder gesagt, in vielen anderen Dingen verkaufen gehört einfach zum Geschäft, wenn man auch vielleicht Überbewertungen mal für sich nutzen möchte. Es kommen jetzt noch zwei große übergeordnete Krisen in die S-Immo-Phase von dir, wobei die zweite menschlich relevant ist für jeden Einzelnen von uns, für die S-Immo weniger, da komme ich dann noch dazu. Aber Covid, März 2020, ein Schock, der uns alle, unsere privaten Leben, die Berufsleben, vielleicht da ein paar Memories dazu. Ja. Auch hier, da war ich gerade mit dem Andreas Feuerstein auf Roadshow in Südafrika und wir sind noch ganz normal weggeflogen, ohne dass wir gedacht hätten, da passiert irgendwas. Wenn wir gewusst hätten, was da am Wochenende auf uns zurollt, wären wir ja gar nicht losgeflogen. Ja, aber die Termine sind bestätigt worden in Südafrika, wir hatten viele Termine. Es gibt ja auch einen sehr engen Konnex zwischen Südafrika und Osteuropa, weil große südafrikanische Firmen in Osteuropa investieren. Insofern war es sehr wichtig, dort das auch zu machen. Und wir sind, wie gesagt, runtergeflogen und dann wurden langsam Donnerstag und Freitag die Termine storniert, weil in Europa diese Welle ausgebrochen ist. Und wir haben dann überlegt, okay, wir fliegen am Wochenende zurück. Wie kommen wir denn noch zurück?
Ja, oder dann damals haben wir noch gescherzt, dann bleiben wir halt da und laden unsere Frauen ein und dann gehen wir golfen oder sowas. Ja, haha, das war noch ein schlechter Scherz, weil wir dann wirklich gedacht haben, da holt uns die Aue überhaupt noch zurück. Also das war schon genauso dramatisch eigentlich wie damals bei 9-11, wo wir dann auch eben Bilder bekommen haben, wo die Leute eben schlangenweise bei den Merkurs und Billers angestanden sind und die Leute da gehamstert haben. Ja. Also wir haben uns das nicht vorstellen können, was da abgeht. Und wir sind dann zurückgeflogen, sind am Sonntag gelandet, sind ins Büro gegangen, haben uns die Laptops geholt, weil wir schon gewusst haben, es ist alles Shutdown, es ist niemand mehr im Büro, haben unsere Laptops geholt und haben dann ab Montag, als ob nichts gewesen wäre, ganz normal weitergearbeitet. Es hat funktioniert. Ja. Es war insofern spannend, als wir, die IT war zum Beispiel ein Thema, das ausgelagert war. Und ich hatte das, weil ich auch für IT zuständig war, dann internalisiert. Das heißt, die erste Bank hat lange Zeit unsere IT gemacht. Das hat dann nicht mehr gepasst. Wir haben es dann selber gemacht und offensichtlich haben wir einiges richtig gemacht, weil die Arbeit hat sofort funktioniert und jeder hat von zu Hause aus arbeiten können, auch mit unseren Niederlassungen. Das hat wunderbar funktioniert. Also großer Schock, aber ab Montag hat es interessanterweise fast problemlos funktioniert, auch schon online zu arbeiten. Es war auch diese Phase, wo man gegenseitig Interesse aneinander bekundet hat, ACR Immo, Immo Finanza, S Immo, ihr wolltet euch, ich kürze das jetzt ab, ihr wolltet euch da gegenseitig irgendwie immer wieder übernehmen und so. Als Journalist war ich da immer dagegen, weil ich euch alle drei solo haben wollte. Und dann ist halt irgendwann einmal die CPI Property gekommen und hat maßgebliche Anteile über mehrere Stufen an der Immofinanz und an euch erworben. Und deswegen ist jetzt auch so, dass die aktuelle Krise Russland-Ukraine aufgrund eines Übernahmeangebots festgezurrten Aktienkurs sich jetzt auf die Aktie von der S-Immo bis jetzt eigentlich gar nicht ausgewirkt hat. Wir haben einen Höchstkurs gesehen von 27 und jetzt sind wir halt mit 23,50 nach Dividende 22,85 gerade in der Nachfrist. Aber auch da bitte noch ein paar Worte dazu. Die Krise gibt es ja trotzdem. Wie ist das Geschäft mit einem festgezurrten Aktienkurs? Weil das ist ja für einen Feuerstein in Wahrheit, den lieben Andreas erwähnen wir jetzt nochmal, der braucht ja gar nicht auf Roadshow gehen eigentlich, oder? Weil es geht ja eigentlich nur um die Phase danach, nach einem potenziellen Angebot und also Nachfrist, wer noch dann Streubesitz bleibt oder bleiben will. Man hat Learnings bei der Immofinanz gesehen, die fürchterlich sind, ja. Ja, vielleicht noch ganz kurz vorab, bevor wir da auf die letzten Entwicklungen eingehen, kurz, soweit ich das halt kann. Die Geschichte der gegenseitigen Beteiligung hat ja 2016 angefangen, wo wir einen großen Teil in Deutschland sehr erfolgreich, sehr lukrativ verkauft haben und sehr viel Geld auf dem Konto liegen hatten. Und jetzt war die Frage, was macht man mit dem Geld? Man konnte es also nicht so schnell wieder reinvestieren in Immobilien. Und auch andere Gesellschaften haben wir uns angeschaut und damals gab es die Möglichkeit, weil die Kreditanstalt oder ohne Kredit hat ja den Anteil der ACR Immo verkauft. Und daran haben wir uns beteiligt, weil wir gesagt haben, die ACR Immo ist sehr ähnlich wie wir und letzten Endes hat es aber nicht funktioniert, weil ja die O1 das dann gekauft hat, weil die einfach mehr geboten hatte. Okay, ja. Shit happens. Ich denke, im Nachhinein gesehen ist man zwar immer klüger, aber ich glaube, es wäre klug gewesen, damals diese österreichische, die kleine österreichische Lösung zu machen. Letzten Endes verantwortlich dafür sind die Eigentümer, also die Aktionäre oder die Aufsichtsräte in dem Fall. Es hat leider nicht sollen sein. Aber es war ein gutes Finanzgeschäft, ne? Aber war letzten Endes dann auch da wieder im Nachhinein gesehen ein gutes Finanzgeschäft für das IMO. Aber die Idee dahinter war ja eigentlich ursprünglich, dass wir eine große österreichische Lösung zusammenbringen. Sprich IMO-Finanz, CR-IMO und S-IMO gemeinsam ein großes österreichisches Immobilienunternehmen. Da gab es verschiedene Anläufe und dann ist leider etwas passiert, dass die IMO-Finanz ihren CR-IMO-Stake verkauft hat. Und damit ist eigentlich die große österreichische Lösung schon einmal kaputt gewesen. Und dann gab es diese Kreuzbeteiligungen, die dann in verschiedenen Händen waren und wo wir als kleinster Player natürlich jetzt nicht mehr die größte Rolle spielen konnten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bedauere es natürlich außerordentlich, dass es wir Österreicher es nicht schaffen oder geschafft haben, jetzt auch mit der CPI, dass wir einen einzigen, wirklich eigenen österreichischen Player am Kapitalmarkt in Wien haben, sondern der wird jetzt aller Voraussicht nach, so wie die Immofinanz, 80% hat die CPI schon und mit 18. November, glaube ich, ist die Nachricht zu Ende, wird es relativ wahrscheinlich deutlich mehr sein als die 80%. Ja, das glaube ich auch, vor allem nach den Learnings eben bei der Immofinanz, die sich jetzt bei der Hälfte steht von dem letzten
Angebot ist es fast unmöglich zu glauben, dass die es immer. Also ja, wie auch immer, wir kommen jetzt ein bisschen in die Zeitschiene. Wir sprechen heute am 18. Oktober. Wir senden die Folge, glaube ich, am 21. oder 22. Oktober. Dann wird die ausgestrahlt und am 11. Oktober kam die Nachricht, dass du als Vorstand der S-IMO zurücktrittst und nicht mehr dann Vorstand sein wirst. Am gleichen Tag zu Mittag und am Abend warst du schon nicht mehr Vorstand. Wie ist das für dich gelaufen und wie geht es dir damit? Also ich glaube, nach 15 Jahren S-IMO darf auch einmal eine Türe zugehen. Und ja. Ich bin jetzt 30 Jahre in der Immobilienbranche. 15 Jahre ist eine unglaublich lange Zeit. Wir haben ein unglaublich tolles Team. Wir haben 2008 sind wir mit 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gestartet. Wir hatten jetzt zum Schluss fast 55 hier in Wien in der Zentrale, natürlich deutlich mehr auch in den Niederlassungen. Nein, und ich glaube, man darf dann auch einmal den Hut nehmen und Adieu sagen. Und in so einer Situation ist es, glaube ich, auch wichtig, dass es schnell geht, dass die Entscheidungen klar sind, schnell sind. Und mit Holger Schmidtmeier ist ja auch ein bekanntes Gesicht mir nachgefolgt, der definitiv ja auch ein S-IMO-Herz in sich schlagen hat. Also ich glaube, dass das passt schon ganz gut. Und man hat ja auch Ähnliches bei der IMO-Finanz vor ein paar Monaten gesehen mit den Vorständen Reindl und Schönauer, ne? Genau. Und ich stehe ja sowieso selbstverständlich zur Verfügung. Ich kann ja nicht aus der Tür rausgehen und sagen, das war's jetzt, sondern das sind ja alles Kolleginnen und Kollegen, die seit 10, 12, 14, 15 Jahren mit mir gearbeitet haben, die ich ja fast alle eingestellt habe. Und dieses Team ist ja so exzellent und viele, viele Abwerbeversuche konnten wir da auch verhindern. Und insofern bin ich total stolz drauf, was wir in diesen 15 Jahren erreicht haben und dass alle eigentlich sehr, sehr loyal und treu bei der Stange geblieben sind. Auch in den letzten schwierigen zwei Jahren, wo es ja mehrere Übernahmeversuche gegeben hat, sind alle an Bord geblieben. Und ich denke, das zeichnet auch dieses Team, der ist immer aus, dass wir immer waren und dass wir gemeinsam aufgebaut haben und dass uns auch am Markt entsprechend ausgezeichnet hat mit unserer Kompetenz und mit unserer Reputation. Und diese Reputation auch als großer Förderer von diversen Facetten des Kapitalmarkts, muss man sagen, da bedanke ich mich für alle Aktionäre und ich glaube, niemand wird mir böse sein dafür, dass ich da jetzt diese Position des Podcasters dafür nütze, dieses Danke auch auszusprechen. Es ist ein Karriere-Podcast, es ist ein Werdegang-Podcast ein bisschen. Da geht es auch um Ausbildung. Wir haben jetzt über 30 Jahre deiner Karriere gesprochen, 15 Jahre immer stärker ins Top-Management im Baugeschäft, dann 15 Jahre Vorstand einer börsennotierten Unternehmen. Seit 5 Jahren im ATX, das hätten wir auch nie für möglich ATX, gehalten, genau. Dass wir das jemals schaffen. Auch da ja. Ein ganz toller Meilenstein. Das war auf jeden Fall ein Meilenstein und man sieht ja auch, dass jetzt selbst mit weniger Streubesitz der ATX noch gehalten hat. Also da ist auch eine Größe im Unternehmen entstanden, wie es dann weitergeht, wenn noch einmal in der Nachfrist werden wir sehen, bei der IMO-Finanz und auch bei der S-IMO. Werdegang und Karriere. Du bist auch Vortragender, Fachhochschule und so weiter, Mentor, ein bisschen, vielleicht auch da noch ein paar Worte dazu. Ich habe eine tolle Erinnerung, nämlich wir haben viele Roadshows gemeinsam gemacht, Börse-Roadshows. Die lässigste Erinnerung ist, da waren wir in meiner alten Schule in Wien-Donaustadt und du bist dort, glaube ich, gesessen auf irgendeiner Stiege und hast den Schülerinnen und Schülern irgendwie Karrieremöglichkeiten bei der S-IMO aufgetan. Wie wichtig ist da das Thema, dein Wissen als Mentor oder als Lehrer, als Ausbildner weiterzugeben? Das ist ganz etwas Besonderes, was ich auch bei allen Veranstaltungen immer versucht habe, weiterzugeben, auch die Nähe, weil man ja als Vorstand irgendwo so ein bisschen abgehoben wirkt oder viele Leute sich teilweise auch bei der Hauptversammlung nicht einmal trauen, den Vorstand anzusprechen. Deswegen habe ich immer versucht, da besonders nahe auch an die Jungen heranzugehen und gerade auch die Ausbildung in verschiedener Hinsicht zu unterstützen. Wir haben mit der Donau-Uni in Krems zusammengearbeitet. Wir haben viele Trainees gehabt oder junge Leute, die wir auch versucht haben, mal reinschnuppern zu lassen, einfach zu zeigen, wie läuft die S-IMO intern. Und natürlich die FH ist ein wesentlicher Standpunkt, um junge Leute auch in der Immobilienbranche auszubilden oder sie zu begleiten, sie ihnen neue Wege aufzuzeigen, und einfach auch als Mentor zur Verfügung zu stehen, falls sie Fragen haben oder jederzeit auch ansprechbar zu sein für Themen oder für Fragen und natürlich nicht ganz uneigennützig, das ist ja auch ein enormer Pool an zukünftigen Arbeitskräften, in der heutigen Zeit total wichtig, gute Leute zu bekommen, das ist nicht mehr so einfach, wie es früher mal der Fall war.
Insofern ist es ganz wichtig, auch das Sentiment des Unternehmens zu zeigen. Wie sind wir? Wer sind wir? Wir sind angreifbar. Wir sind ganz normale Menschen, bodenständige Menschen, die überhaupt nicht abgehoben sind. Und das war immer mein Ziel, dass auch die jungen Leute die Immobilienbranche auf diese Art und Weise kennenlernen und nicht nur sozusagen als Aktiengesellschaft, sondern auch von der menschlichen Seite her. Ganz, ganz wichtig. Das ist auch ein großes Ziel dieser Podcast-Reihe, dass ich haben möchte, ein Signal nach außen an die Hörerinnen und Hörer immer, dass wir ganz normale Leute sind, keine Hosenträger, Nadelstreif, Wahnsinnigen, die vor Schirmen sitzen und herumzocken oder so. Und ich trage schon lange keine Krawatte mehr, ja. Gott sei Dank. Genau. Und einen Schmäh zum Schluss noch, vielleicht sehr banal, Friedrichstraße war die Adresse der SIMO, jetzt ist der Friedrich nicht mehr in der Friedrichstraße. Wie oft hast du das gehört mit der Friedrichstraße? Ja, das fand immer wieder große Schmunzeln. Wurde ja, schon natürlich, ausschließlich nach mir benannt. Und natürlich habe ich nur deswegen auch zugestimmt, dass wir an diesem Bürostandort siedeln, weil es meine Straße ist. Ja, nein, war natürlich. Jetzt nach Ernst Brunn oder so. Nein, das war charmant und wird mir natürlich auf meiner Visitenkarte, ich habe mir natürlich eine mitgenommen, das wird natürlich, wird bleiben und war immer ein Schmäh, weil allen das natürlich auch aufgefallen ist. Wie hast du das gemacht, dass du in deine Büroadresse sogar den Namen reinbringst? Wunderbar, Friedrich. Ich sag danke für deine Zeit, fürs Vorbeischauen. Ich frage dich jetzt nicht nach deiner Zukunft. Ich bin sicher, wir werden uns sehr bald wieder über den Weg laufen. Danke für diese tiefen Einblicke ins österreichische Baugeschäft am Anfang. Die SIMO-Geschichte habe ich mitbegleitet und großen Respekt, was ihr da gemacht habt und tut's, also ohne Vergangenheit. Ich möchte mich an der Stelle bei den Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören verabschieden. Ich bin sicher, es war wieder einiges für euch dabei und sag mal danke fürs Zuhören. Vielen herzlichen Dank auch von meiner Seite an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns in ein paar Jahren wieder mal hören. Eine Idee davon ist, ich werde sicherlich das eine oder andere Buch schreiben. Wow, dann weiß ich schon, was ich mir kaufe. Gut, Friedrich, danke. Tschüss. Sehr gern. Und an euch auch. Ciao.